getting a tattoo. Mommy, I'm sorry. Nicht dein Ernst. Kann ich anfangen? Wer bist du denn? Ich bin Mary. Ich tätowiere manchmal, oft, naja, fast jeden Tag eigentlich. Hallo! 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 Ich bin voll müde noch. Ich habe nur einen Kaffee getrunken bis jetzt. Jetzt hatte ich meine Augen zu. Wir machen heute mal wieder ein Getting a Tattoo. Und zwar ist es der, der das Gewinnspiel gewonnen hat, das ich mit Sascha zusammen gemacht habe. Okay Leute, jetzt müsst ihr aufpassen. Neulich hat sich schon einer gefreut über ein Tattoo von Nico. Jetzt haben wir eine Aktion mit Mary. Mary verlost quasi ein Tattoo. Ein Anime-Tattoo, ich glaube 10 bis 12 cm Unterarm oder am Bein. Du bist fotografierst in meinem Tattoo. Was ist mit dir? Du bringst mich raus die ganze Zeit. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, ich freue mich tatsächlich sehr drauf, weil das Motiv wird richtig, richtig geil. Wir machen Rengoku aus Demon Slayer, wie er in so einer Attacke-Position ist. Mit seiner Feueratmung und seinem Schwert. Richtig episch. Also, ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich an. Das Motiv wird mega. I'm super excited. Let's go! Ich würde dir einmal zeigen, was ich mir gedacht habe. Alles klar. Falls du irgendwas anders machen willst, gib mir einfach Bescheid, gar okay. Keinen Stress. Also ich habe eigentlich nichts auszusetzen. Ich finde es richtig, richtig geil. Yay, perfekt, super. Wo willst du es denn genau hin? Ich hätte es gerne hier hin. Was ich nämlich fast cooler fände, ist, wenn wir es nicht so ganz mittig setzen, vor allem weil das hier schon mittig ist. Es macht nicht so viel Sinn, das dann da drüber zu setzen. Dafür also ich bin offen für, auf jeden Fall. Ja? Ja. Okay, super. Ich würde sie einfach mal ausdrücken, auch ein bisschen in unterschiedlichen Größen, dann können wir es dir nochmal hinhalten. Okay, ich zeige dir, was genau ich vom Placement her meine. Super. Okay, perfekt, nice. Super. Dann bin ich gleich wieder perfekt, bei dir. Perfekt, danke. Gerne. Ja, also ich habe ein Tattoo gewonnen bei der Mary. Das Tattoo passt auch einfach auch zu meinen anderen Tattoos, weil ich habe schon 4 Samurais, also jetzt den 5. Samurai. Von daher perfekt. Hört man mich? Man hört mich. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr auf das Tattoo. Hallo. Bin ich jetzt? Nein. Bin ich jetzt kopfüber? Nein. Ist mir alles zu kompliziert. Hä? Wo bin ich überhaupt? Ach hier. Hä? Wieso ist alles so komisch? Ich check's nicht. Ist das eine gute Größe? Das ist eine gute Größe, glaube ich. Guck mal, ich würde das hier so platzieren. Ich finde, wir könnten es noch minimal größer machen, einfach, dass sein Gesicht nicht ganz so klein ist. Nur ein Ticken. Alles klar. Okay, dann bin ich gleich wieder bei dir. Stefan ist richtig gemein zu mir. Der hat gesagt, ich bin cringe. Ich werde ihm das nie verzeihen. Ich werde jetzt heute nach Hause gehen und erstmal 10 Stunden lang weinen deswegen. Cut, cut. Cut. Ich habe mir einfach gedacht, komm, ich versuch's einfach mal. Dann habe ich gesehen, wie sie es ausgewählt hat. Dann habe ich gesehen, sie hat jemanden anderes ausgewählt. Mein Glück, er hat eine falsche Antwort gegeben. Oh, ja. Und dann hat sie nochmal gescrollt und dann zack, habe ich gesehen, hey, das ist mein Instagram-Profilbild. Sehr geil. Ah, und dann ich, oh nice, ey, ich war richtig, cool. richtig glücklich. Mega. Ja. Es läuft sehr gut. Du hast mich gerade ein bisschen überrascht mit deiner Interview. Du bist gerade aufgeweckt. Ja, ich war mental gerade in Rengoku. Das gehört zum Service. Das Feueratmung vertieft. Ich glaube noch so eine Stunde vielleicht. Dann Stunde. Dann sind wir durch hier. Ich glaube, ich bin fertig.
Du warst super tapfer. Alter, ist das geil. Gefällt's dir? Oh ja. Mega, schaust dir gerne nochmal im Spiegel an. Ey, ohne Witz, ich finde, tätowiert sieht es sogar besser aus als gezeichnet. Ja, so geil, danke sehr. Sehr, sehr gerne. Es war eigentlich relativ entspannt, nur die Liegeposition war ein bisschen schwierig, weil ich mich so seitlich hinlegen musste und mein Bein irgendwie ganz komisch ausstrecken musste. Aber sonst war es eigentlich echt gut. Es gab halt ein paar Stellen, die haben ein bisschen gezwickt, sag ich jetzt mal. Aber sonst echt super. Mega zufrieden, ne? Damit. Mega. Richtig glücklich. Kommt auf jeden Fall hierher. Richtig geile Tattoo-Artist. Richtig geile Tattoos. Was machst du denn jetzt? Ich hab gar nicht gerade alles umgeworfen hier. Überhaupt nicht. Zeig den Fuß nicht, Ben. Schaut gut aus. Dann bist du verarztet. Super. Hallo. Super. Das war mega, mega, mega geil, weil die meisten Leute bei mir wollen immer eher kleinere Anime-Tattoos. Deswegen war ich sehr happy, dass ich mal so einen Ganzkörper in Pose umsetzen durfte. Du warst eh voll offen, deswegen hat alles voll gut geklappt. Ich bin super happy, dass ich das Motiv umsetzen durfte. Ich versuche doch nur meinen Job zu machen. Zum Mittag gab es Salat mit Süßkartoffeln und Käse. Ups. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch, Subscribe, Kommentar. Ihr wisst, wie es funktioniert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Genau, ich grüße meine Mama. Hey, guck mal, neues Tattoo. Alle Ziel sein, alle Ziel sein. Hä?